Wir werden Ihnen zeigen, wie man die neue Tischtennisplatte Cornio Sport 500 Outdoor korrekt zusammensetzt. Die Grundlagen gelten für den Großteil der Tische aus der Reihe Cornio. Achten Sie darauf, beim Aufbau mindestens zu zweit zu sein. Der gesamte Aufbau dürfte Sie knapp eine Stunde kosten. Sie werden die folgenden Werkzeuge brauchen. Ein Pozzi Drive Schraubenzieher Nummer 2, ein Pozzi Drive Schraubenzieher Nummer 3, ein 10 mm Steckschlüssel, ein 13 mm Steckschlüssel, ein 10 mm Schraubenschlüssel und ein 13 mm Schraubenschlüssel. Zuerst legen Sie den Karton flach hin und öffnen Sie ihn mit dem Schnellöffnungsstreifen. Alle Bestandteile sind sofort sichtbar. Ordnen Sie sie sorgfältig. Die Schrauben sind in verschiedenen, separat nummerierten Tüten verteilt. Zum Schutz können Sie zwei der Holzteile aus der Packung benutzen, um die Platte hinzulegen. Benutzen Sie andere Elemente der Packung, um die Platten übergangsweise zu schützen. Achtung beim Herausnehmen der Platten aus dem Karton. Holen Sie sie zu zweit in einer senkrechten Bewegung heraus und vermeiden Sie dabei jede Berührung zwischen den Platten, damit sich diese nicht abnutzen. Stellen Sie die Platten vorsichtig entfernt von dem Ort des Aufbaus ab, vermeiden Sie jede Reibung. Wir können jetzt mit dem Zusammenbau des Tisches beginnen. Vergessen Sie nicht, es ist wichtig, jeden einzelnen Schritt, der auf dem beiliegenden Zettel beschrieben ist, zu folgen, damit Sie ihn korrekt und sicher zusammenbauen. Schritt 1. Als erstes ist der untere Bereich zusammenzubauen. Sie werden diese Teile brauchen. Schieben Sie den Bolzen 1033 durch die Mitte eines Rades und führen Sie ihn durch die Klammer, die auf der Stange 7065D fixiert ist. Danach durch ein zweites Rad. Sichern Sie alles mit einer Mutter 1121 und ziehen Sie sie so fest, dass die Räder sich nicht immer drehen können. Diese beiden Elemente sind die einzigen, für die man die 13 mm Steck- und Schraubenschlüssel benötigt. Die selbstblockierenden Radmuttern haben ein Nylon-Inneres, in das der Schraubenbolzen ein Gewinde schneidet. Das verhindert, dass der Schraubenbolzen sich bei der Verwendung lockert. Wiederholen Sie den Vorgang für den Zusammenbau des zweiten Rades und ein zweites Mal für die zweite Stange 7065D. Benutzen Sie den Stift 2204, um die Bremsen zu fixieren. Achten Sie darauf, dass Sie richtig herum sind. Betrachten Sie das Profil des schwarzen Verbands des Rads, das mit der Stange 7065D verbunden ist. Die vom Profil geformten Löcher müssen dem Relief auf dem roten Pedal 4465 entsprechen. Die größte Seite des Pedals liegt neben dem Verband. Schritt 2. Fügen wir nun die Querstange des Unterbaus hinzu, sowie die Seitenteile. Das Seitenteil des Transporthandgriffs, nur im Sport 500 benutzt, und die Querstange des Unterbaus lassen sich an der Stange 7065D in einem Mal befestigen. Benutzen Sie den Bolzen 1838, schieben Sie ihn durch die Metallplatte 7898, das Seitenteil und die Querstange des Unterbaus 7060B. Zum Schluss sichern Sie das Ganze durch eine selbstverriegelnde Mutter 1120 ab. Wiederholen Sie dies für den zweiten Fixpunkt und wiederholen Sie schließlich alles für das andere Seitenteil. Beachten Sie, dass der Transporthandgriff auf beiden Seiten des Tisches sein kann. Für diesen Schritt ist es wichtig, dass die Bolzen 1838 und die Muttern 1120 fest angezogen sind. Im dritten Schritt befestigen Sie die Schlägerhalter, die sich auf dem jeweiligen Seitenteil befinden. Schieben Sie die Schlägerhalter in die Einkerbung, die auf der Seite dafür vorgesehen sind. Befestigen Sie den Schlägerhalter 4472 mit dem Bolzen 1843 an der Stange 7065D und ziehen Sie ihn mit einer Mutter 1140 fest. Wiederholen Sie den Vorgang für die drei anderen Schlägerhalter. Schritt 4. Bauen wir nun die Stangen zusammen, die die Platte mit dem Unterbau verbinden. Im vorherigen Schritt haben wir den Bolzen 1843 zur Befestigung des Schlägerhalters benutzt. Nun befestigen wir die Gelenkstange und die Stützstange mit dem gleichen Bolzen. Befestigen Sie erstens die Gelenkstange 7062, die kürzeste. Achten Sie darauf, dass der Bogen nach unten zeigt.
fügen wir nun den Abstandsring 1292 hinzu, dann die Stützstange 7895, die längste. Der Bogen muss hier nach oben zeigen. Sichern Sie diese Teile mit der Mutter 1120. Achten Sie darauf, nicht zu fest anzuziehen, damit sich die Elemente bewegen können. Wiederholen Sie den Vorgang für die drei Gelenks- und Stützstangensätze. Schritt 5. Es ist wichtig, dass Sie diesen Schritt zu zweit ausführen, da die Platten auf den Außenseiten des Tisches aufgestellt werden sollen. Erstens sollten Sie die Riegel des Tisches zurückziehen. Das tun Sie, indem Sie den roten Handgriff heben und im gleichen Zug den Stift 2343 ins Innere des vorgesehenen Lochs stecken. Stellen Sie die Platte vor den teilweise montierten Tisch. Die schwarzen Riegel, die aus dem Rahmen am Rande der Platte hervorstehen, müssen in das Loch auf der inneren Seite der Flanke eingesetzt werden. Sobald die zwei Seiten stehen, lassen Sie die Platte sanft ins Innere der Seitenteile laufen, bis sich diese in der Vertikalen befindet. Eine der zwei Personen muss dann die Platte in dieser Position festhalten, während die andere die Gelenkstangen befestigt. Der Bolzen 1830 muss durch den Rahmen den Ring 1296 und durch das Loch in der Gelenkstange 7062 geschoben werden. Das Ganze muss durch die Mutter 1120 abgesichert werden. Um den Bolzen 1830 zu positionieren und festzuziehen, kann es notwendig werden, die Platte leicht zu neigen. Wiederholen Sie den Vorgang mit der gleichen Platte auf der anderen Seite des Tisches. Ziehen Sie nun den Stift 2343 heraus, der die Riegel offen hielt. So können Sie ihn aufs Neue benutzen, um die zweite Platte zusammenzubauen. Die erste Platte ist nun gesichert und Sie können den Vorgang für die andere Hälfte des Tisches wiederholen. Schritt 6. Manche unserer Tische werden mit bereits zusammengebauten Beinen geliefert. Bei diesem Modell müssen wir sie zusammenbauen. Die Beine müssen eins nach dem anderen zusammengebaut werden. Nehmen Sie ein Halbgehäuse 4469D und setzen Sie es mit einem Halbgehäuse 4469 zusammen. Die Einstellkufe 4479 wird im Uhrzeigersinn festgeschraubt. Sie hält das Gehäuse zusammen. Nehmen Sie nun die Stange 7894 und befestigen Sie sie auf der Außenseite des Halbgehäuses 4469G, indem Sie den Bolzen 1844 durch das Loch in der Mitte schieben. Fügen Sie die Stange 7893 auf der Außenseite des Halbgehäuses 4469D hinzu und versichern Sie sich, dass der Bolzen 1844 gut durch all diese Bestandteile hindurchgeht. Schrauben Sie per Hand die Mutter 1140 auf das äußerste Ende des Bolzens 1844. Das im Aufbau befindliche Bein wird nun zusammengehalten durch die Benutzung des Bolzens 1900 im unteren und oberen Loch. Beachten Sie, dass der Bolzen 1900 eine Selbstgewindeschraube ist. Wiederholen Sie diesen Schritt, um ein zweites Bein zusammenzubauen. Achten Sie darauf, dass der Kopf des Schraubenbolzens 1844 immer auf der Innenseite des Tisches ist. Alle anderen Befestigungen bleiben die gleichen. Wiederholen Sie diesen Schritt für das andere Paar Beine. Schritt 7. Es ist nun Zeit, die Beine an den Stützstangen zu befestigen. Führen Sie die äußerste Spitze des Bolzens 1844 von der Mitte des Beins durch die Stützstange 7895a und sichern Sie ihn mit der Mutter 1120. Wiederholen Sie diesen Schritt für die drei anderen Beine. Schritt 8. Die Beine sind nun an den Stützstangen befestigt. Wir verbinden sie nun mit der Querstange, die unter der Spielfläche entlang führt. Heben Sie das Bein bis zur Unterseite der Platte und führen Sie den Bolzen 1830 durch das obere Loch der Querstange. Für diesen Ablauf sollten Sie die Platte eventuell leicht zu sich neigen, damit die Elemente perfekt in einer Reihe liegen. Bei diesem Tisch wird ein vorgefertigtes Loch in der Querstange nicht genutzt. Wiederholen Sie dies für die anderen Beinstützen und wiederholen Sie das Ganze für den Zusammenbau der drei anderen Beine. Schritt 9. Befestigen wir die Netzpfosten, die bei diesem Tisch einrollbar sind. Stellen Sie den Pfosten 4468 so auf, dass er sich innerhalb der Spielfläche befindet und auf der Stange auf der Spitze des Seitenteils.
Benutzen Sie die Schraube 1402, um das kleine Plastikstück 4485 auf der Basis des Netzpfosten zu befestigen. Sichern Sie es, indem Sie zuschrauben. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite des Tisches. Schritt 10. Achten Sie während diesem Schritt darauf, dass sich der Tisch in einer geöffneten Position befindet. Die Netzpfosten heben sich automatisch. Sie werden auch alle anderen Teile des Packs 2817 benötigen. Ziehen Sie den Stift 4561 aus dem Satz des Pfostens 4586 und stecken Sie ihn in die Naht des Netzes. Schieben Sie den Stift 4561 ins Innere des Pfostens 4586, bis ein oberes viereckiges Ende an der obersten Stelle des Pfostens einrastet. Befestigen Sie die Plastiklasche auf der Seite des Pfostens 4586 und ziehen Sie mehr oder weniger, so justieren Sie die Spannung des Netzes. Dehnen Sie das Netz bis zur gegenüberliegenden Seite des Tisches und wiederholen Sie den vorigen Schritt. Sie können das rote Rändelrad 4538 benutzen, um die Höhe des Netzes zu bestimmen. Schritt 11. Nun bleiben nur noch ein paar einzelne Detailelemente. Diese Zubehörteile sind nicht bei allen Modellen verfügbar. Vollziehen Sie also nur die Schritte, die zu Ihrem Tisch passen. Wir werden nun die Schutzhülle der Schläger auf den Seitenteilen befestigen. Es reicht, sie daran zu klippen. Befestigen Sie die vier Höhlen auf die gleiche Weise. Schritt 12. Der Sport 500 ist der einzige Tisch mit einem Transportgriff. Dieser ermöglicht es, den Tisch beim Überqueren einer Stufe oder einer Türschwelle leicht anzuheben. Dieser Griff dient ausschließlich dazu, den Tisch anzuheben, auf keinen Fall aber ihn zu ziehen. Justieren Sie den Griff 7897 auf der Platte 7898, die bereits vorher während der zweiten Etappe auf dem Seitenteil montiert wurde. Schieben Sie den Bolzen 1708 durch die Platte und den Handgriff und sichern Sie das Ganze mit einer Mutter 1120. Schritt 13. Eine Abdeckung ermöglicht es, die Platte für den Transportgriff zu verbergen. Legen Sie diese Abdeckung über die Platte an der Basis des Transportgriffs und sichern Sie sie mit einer Schraube 1404. Schritt 14. Manche Tische von Conio haben einen Kantenschutz. Um diese zu befestigen, bewegen Sie das Innere der Hufen bis zur Kante der Ecke, die durch die Rahmen gebildet werden. Drücken Sie dann leicht nach oben, die Ecke wird automatisch einrasten. Ziehen Sie nun die Schraube 1374 an, durch die Basis der Schutzecke, um sie gut festzuhalten. Schritt 15 und 16. Die Tische Sport 500 und Pro 510 bieten auch Ballspender, Artikelnummer 4475. Bei Outdoor-Tischen ziehen Sie das Schutzpapier vom Klebeband. Befestigen Sie die rote Lasche in der Kerbe auf der Unterseite des Rahmens. Lassen Sie den Ballspender kreisen, bis der Klebestreifen im Kontakt mit der Unterseite der Spielfläche gerät. Drücken Sie fest zu. Die Ballspender befinden sich unter der Platte links vom Spieler. Die Befestigung dieser Verteiler unterscheidet sich von Tisch zu Tisch, ob Indoor oder Outdoor. Öffnen und schließen. Conio benutzt grundsätzlich zwei Öffnungs- und Schließungssysteme. Die Tische, die das DSI-System anbieten, haben einen roten Handgriff auf der Spielerseite in der Mitte des Tisches unter der Spielfläche. Wenn man diesen Handgriff zieht, öffnen sich die Riegel und der Tisch kann geöffnet oder geschlossen werden. Wenn Sie den Tisch öffnen möchten, sollten Sie den roten Handgriff ein erstes Mal anheben, um die Platte herabzusenken, dann ein zweites Mal, um die Hälfte des Tisches komplett herunterzulassen. Das liegt daran, dass die Tische, die mit dem System DSI ausgerüstet sind, 16 Verriegelungspunkte haben, die es verhindern, dass die Platte in einem Mal heruntergelassen werden kann, um das Verletzungsrisiko zu verringern. Überprüfen Sie, ob die Riegel gut eingerastet sind. Sie sollten ein beständiges Klicken hören und wenn nötig, heben Sie per Hand die Platten auf jeder Seite des Netzes. Mit dem System Push and Lock entriegeln Sie die Platten, indem Sie auf die roten Knöpfe drücken, die sich unter den Seitenteilen befinden, auf der Höhe der Räder auf jeder der Tischseiten. Lassen Sie die Platte sanft hinunter bis zur Spielposition. Überprüfen Sie, ob die Riegel gut eingerastet sind. Sie sollten ein beständiges Klicken hören und wenn nötig, heben Sie per Hand die Platten auf jeder Seite des Netzes. Pflege. Für die Pflege der Spielfläche empfehlen wir Ihnen, unsere regenerierenden Putzmittel zu verwenden. Benutzen Sie keine aggressiven Produkte wie Schleifmittel, Lösungsmittel oder Säuren. Wir empfehlen auch, eine Schutzhülle für die Outdoor-Tische zu verwenden, um zu verhindern, dass sie beschädigt oder beschmutzt werden. Dies wird auch die Minderung der Tischfarben verhindern, die durch die lange Sonneneinstrahlung hervorgerufen wird. Alle Befestigungen müssen regelmäßig überprüft werden, um sicher zu sein, dass sie sich nicht gelöst haben. Im Rahmen einer normalen Nutzung ist es möglich, dass das Verriegelungssystem eine Wartung benötigt. Die Anweisungen dazu befinden sich am Ende der Aufbauanleitung.
nach dem Verkauf. Wir empfehlen Ihnen, die Anleitung sorgsam aufzubewahren und bei Wartungsarbeiten auf sie zurückzugreifen, auch um eventuell verlorene Teile nachzubestellen. Siehe auch auf der letzten Seite. Die Referenz- und Seriennummer befindet sich unter der Platte in der oberen rechten Ecke. Garantie. Die Garantie von Conio gilt für alle Fabrikfehler für eine Länge von 3 Jahren. Die Garantie wird bei Outdoor-Tischen bis auf 10 Jahre ausgeweitet. Die Garantie bei Outdoor-Tischen greift bei Verformung, Abhebungen und dem Auslöschen der weißen Linien. Die Garantie deckt jegliche durch einen Fabrikfehler zerbrochenen Teile, nicht jedoch Missbrauch oder normale Gebrauchs- und Nutzungsspuren ab.